Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumisane zu meinen Songs, Let's Plays und Crazy Talk Videos. Ja, heute geht's wieder weiter mit ein Update. Ja, ein Update. Heute an ein Mittwoch. Wie ich das schon öfter mal gesagt habe, hey, Mittwoch kommt ein Update. Wenn da kein kommt, kommt Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag erst ein Update. Damit ihr alle Bescheid wissen, hey, wenn Mittwoch keiner kommt, dann kommt ein laufendes der nächsten 4 Tage ein Update. Und wenn da überhaupt keiner kommt, dann ist nichts Großartiges bei mir passiert. Aber ich habe mir einfach gedacht gehabt, hey, heute machst du ein Update, auch wenn vielleicht nichts ganz so Großartiges, Krasses passiert ist. So, was gibt es denn jetzt Neues, Leute? Akumishi 21, Mann, Alter. Akumishi 21, yo. Ja, ich bin heute eigentlich soweit ganz gut drauf. Erstens, heute muss ich noch auf jeden Fall um 20 Uhr oder nach 20 Uhr auf jeden Fall noch meine leibliche Mutter anrufen. Sie hat heute Geburtstag. Sie wird, wenn ich mich nicht irre, beziehungsweise sie ist 63 Jahre alt geworden. 63 Jahre alt ist natürlich schon krass. Das ist wirklich schon krass, 63, wow. Gut, mein Vater, der wird sich ja 68. Ist noch eine Ecke krasser. Aber das geht eigentlich noch. Er ist immer noch fit. Mit seinen momentan 67 Jahren. Immer noch sehr fit. Arbeitet immer noch hart und so. Gut, in Rente ist er, aber er ist immer noch gut Arbeitstier. Das heißt, er tut bei sich zu Hause rumwerkeln und so. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Arbeit, Alter. Diese Woche, Junge, Junge. Jeden Tag ist es anstrengend. Jeden Tag. Wieso? Habe ich schon letzte Woche erwähnt gehabt. Koppelzeit geht wieder los. Gut, heute haben wir jetzt nichts möglichst groß Koppelzeit gemacht. Gut, es war halt heute kurz auf der Koppel gewesen. So 2:30 ungefähr bis ungefähr fast 3 Uhr ungefähr war es gewesen. Hab noch ein bisschen paar Äste weggemacht, die mein Kollege letzte Woche glaube ich übersehen hatte. Die habe ich noch ein bisschen weggeschmissen ins Gebüsch rein, wo die halt nicht bei der Litze anlangen können, wenn man dann Strom anmacht, damit da auch genug Strom durchläuft und nicht irgendwie der Strom durch einen Ast oder so läuft oder so. Das muss man eben auch beachten. Ja, dann habe ich noch 2, 3 Isolatoren noch befestigt. Und noch 2, 3 Isolatoren hatte ich noch in meiner Arbeitshosentasche drin gehabt. Also noch 2, 3 weitere, ich glaube das waren 3. Noch 3 weitere, es hat einfach 6 Stück mitgenommen, weil ich nicht mehr ganz genau wusste, wie viel ich anbringen musste. Aber das waren dann doch 3 Stück nur gewesen. Und ja, dann habe ich 3 Stück erstmal was mit nach Hause genommen. Habe ich gemerkt. Dann habe ich gedacht, okay, guck, gut. Packst du direkt erstmal einen Rucksack ein. Dann vergisst es nicht, auch nicht irgendwie wieder mitzunehmen. Weil sonst liegt es einfach zu Hause rum. Genau wie das hier. Habe ich immer noch vergessen, ja, mitzunehmen. Sieht nur recht neu aus. Wurde vielleicht nur einmal mal benutzt oder so, obwohl doch, wurde schon 1, 2 Mal vielleicht mal benutzt, aber ist noch kein Rost dran. Sollte ich auf jeden Fall wieder mit zur Arbeit nehmen. Sollte ich einfach auf jeden Fall nach diesem Video meinen Rucksack packen. Und hoffentlich packe ich es auch mal auf der Arbeit dann aus. Wenn nicht, dann liegt es immer noch im Rucksack rum. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Aber ist dann nicht ganz so schlimm, weil wir haben immer noch genug Isolatoren
Also alles gut. Bei uns mängelt auf jeden Fall nicht an Isolatoren, aber es ist ja trotzdem gut, wenn man ein paar Isolatoren, die man vielleicht noch hier zu Hause hat, die man auf was hier mit nach Hause genommen hat, wieder mit zu seiner Arbeit mitnimmt. Beziehungsweise mit zum Reiterhof, damit man ein paar mehr noch da hat, wenn man irgendwelche andere Koppel noch die Isolatoren an den Pfosten anbringen will. Mit manchen Isolatoren ist es auch ein bisschen schwer reinzuschrauben. Manche sind sehr rostig, manche sind ein bisschen zu dick. Bei denen geht's, der ist nicht ganz so dick, das kann man nur gut locker reinschrauben. Manche sind ein bisschen mit dem Gewinde hier ein bisschen dicker. Das ist dann sogar ein bisschen schwerer reinzuschrauben, habe ich schon gemerkt. Ja, so macht man sich ja die Jahre auch immer ein bisschen Erfahrung mit den Isolatoren auch. Welche besser und welche nicht so gut sind. Ist schon ein interessantes Thema jetzt, bestimmt in den Update hier, in dieser Talkrunde. Ja, wenn ich überlege, ich habe ja einen YouTuber lange Zeit angeschaut gehabt. Der macht jetzt gar keine Let's Plays oder Talkrunden mehr. Eigentlich sehr schade. Ich guck mal selber mal rein. Gut, ihr könnt es jetzt selbst nicht sehen. Wer das ist, ich werde ihn aber auf jeden Fall erwähnen. Faustus zockt. Faustus zockt. Er hat 180 Abonnenten. Viel weniger als ich. Normalerweise hat er, glaube ich, mal an die 200 oder so gehabt. Aber seitdem er nicht mehr Videos macht, hat er natürlich dementsprechend 20, 30 Abonnenten oder so weniger. So, was ich aber gut finde, er hat seine Videos da nicht gelöscht, weil er hatte eigentlich mal gemeint gehabt, dass er seine Videos da löschen wird und den Kanal dann auch irgendwann, aber in dem Fall hat er es noch nicht getan. Ob ich weiß nicht, ob der es irgendwann wieder macht, also ob er es irgendwann durchzieht, das zu machen. Bei manchen sind Let's Plays, bei manchen hat er einfach nur so Play to Walk oder wie das genannt wird, aufgenommen, wo aufgenommen wird, ohne dass dabei irgendwie kommentieren tut. Und da hat er halt in diesen letzten 2 Jahren, kann man sagen, schon recht viele Updates gemacht, beziehungsweise bei ihnen hieß das Talkrunde. Und er hatte mindestens an die 69 Talkrunden gemacht. Wie lange sind meine Talkrunden beziehungsweise Updates jetzt schon alt? 2 bis 3 Jahre und ich habe schon über 100 Updates beziehungsweise Talkrunden rausgehauen. Weil bei ihnen war es halt eher so, jede Woche eine Talkrunde. Und bei mir kam es halt manchmal so, dass es auch mal vorkam, dass man zweimal oder dreimal oder sogar viermal, ja, oder sogar viermal Talkrunden rauskam. Und somit ist es ein bisschen schneller gestiegen und auf einmal zack, haben wir 2021 die 100 Folgen dann geknackt gehabt. Das ist schon krass. Schon krass, was da überhaupt dieses Jahr so passiert ist. Dieses Jahr habe ich sogar, sagen wir mal, die auf jeden Fall schon viel mehr Leute erreicht als in den letzten 2, 3 Jahren oder so. Ich meine auf jeden Fall, dass es dieses Jahr schon viel mehr Leute erreicht haben. Habe, die mich abonniert haben. Ich schätze mal, dass es dieses Jahr bis jetzt, sagen wir mal, 20 bis 25 Stück und das ist in einem Jahr eigentlich selten gewesen bei mir in den letzten 2, 3 Jahren. Meistens habe ich vielleicht in einem Jahr, sagen wir mal 2017 vielleicht, höchstens 5 bis 10 Abonnenten dazu gewonnen, Alter.
Das war irgendwie, ich weiß nicht, aber gut. Man sieht, ich steigere mich. Aber man sieht halt auch, hey, da sind immer Pausen dabei. Manchmal kommt ein Let's Play-Video und dann kommt erstmal 4, 5, 6 Tage oder so wieder nichts. Es kommt auf die Laune an. Und die Laune ist dann nicht gerade. Beziehungsweise die Motivation ist nicht gerade sehr groß. Ja, was soll man da machen? Was könnte man da machen? Nichts so großartiges, vor allem wenn du ganz schön kaputt bist von der Arbeit. Heute bin ich schon halbwegs kaputt, kann man sagen. Habe ich eigentlich jetzt nicht so sehr Bock, Let's Play weiter aufzunehmen. Aber vielleicht meist es doch, vielleicht meist es nicht, ich weiß es nicht. Mal so, mal so. Es ist ein Hin und Her, ich weiß. Andere würden sagen, Alter, hin und her, manchmal machst du direkt erstmal 5 Videos in der Woche. Geil, geil, geil. Und auf einmal machst du in der Woche nur 2 Videos. Scheiße, scheiße, scheiße. So ungefähr. Ja, was soll ich machen, Alter? Mal so, das ist ein Hin und Her, Alter. Das ist wirklich ein Hin und Her. Was heißt machen? Oder sagen wir mal so, wenn ich keinen Bock habe zu Let's Playen oder sowas, einfach einen Stream raushauen. Für heute den Mittwoch. Spontan Stream, der vielleicht irgendwann geplantmäßig jeden Mittwoch kommt. Könnte man drüber überlegen, einfach mal spontan einen Stream starten. Also spontan, das heißt, ich suche mir einfach irgendeine Uhrzeit aus. Kann um 8:15 Uhr sein, also 20:15 Uhr sein. Es kann um 21:15 Uhr sein. Es kann 8:45 Uhr sein oder so. Oder es kann auch einfach mal so 8:20 Uhr sein, also 20:20 Uhr oder 20:25 Uhr. Einfach irgendwie random, spontan wird der Stream gestartet und der Stream läuft vielleicht 1,5 Stunden dann. Oder wenn es hochkommt, 2 Stunden, wo bei mir das Maximale meistens das Normalste ist, dass es 2 Stunden dann streame. Es gibt natürlich Leute, die wollen dann öfters eher da im Stream sehen, wo es auf was reagiere und so. Habe ich schon gemerkt gehabt. Aber das ist ihre Reaction-Dings, ich weiß nicht, das ist nicht ganz so mein Fall, habe ich schon gemerkt. Eigentlich nicht ganz so mein Fall, ständig auf Videos zu reagieren, wenn ich eigentlich zocken möchte. Vielleicht auch einfach mal so wie jetzt da sitzen und mit euch reden. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann man so etwas nur machen, wenn man ein bisschen mehr Leute erreicht hat. Weißt mal so, manchmal hast du einen einzigen Zuschauer da und du machst just Chatting. Und dann redest du mit dem einen einzigen. Ich meine, im Prinzip ist es toll. Du hast wenigstens einen einzigen, mit dem du reden kannst, ja? Aber was ist, wenn du 10 Leute haben willst? Nicht jeder hat immer Zeit abends oder so. Manche haben erst Vormittagszeit, manche haben erst Nachmittagszeit. Und bei mir ist es halt auch in dem Fall, dass ich öfter mehr Leute habe, die mehr so in mein Alter sind oder so Mitte 20 sind. Und ja, die Leute will ich das, genau diese Leute in dieser Altersgruppe, ja, will ich das sowieso eher erreichen. Wenn jetzt Leute, die kommen, die 15 sind oder so, oder erst 18 oder so, ist nicht schlimm. Ihr seid auch willkommen. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, jeder ist willkommen. Das heißt nicht, dass mein Kanal nur für 25- bis 30-Jährige oder so bestimmt ist. Es kann jeder kommen. Es können auch 80-Jährige kommen oder so. Was auch immer, Alter. Gut, gut. Mehr habe ich nichts zu sagen. Ich bin raus, Leute. Bis dann. Euer Kumsi 21. Yeah!